Herzlich willkommen zurück zu Marvel's Midnight Suns mit Arezu. Ich bin Arezu und das da hinten ist Eddie und wir reden mit Eddie. Sobald wir die Credits aufgesammelt haben, haben wir... Hoppala. Einsturz zu bringen scheint für hier die Regel zu sein. Nur ein Witz. So verbittert bin ich nicht. Fast wehrt sich wieder. Dracula kann nicht ewig weglaufen. Wir kriegen ihn. Nächstes Mal. Ich meine, er ist unsterblich. Vielleicht kann er ewig weglaufen. Ich hoffe, du hast ihm schöne Grüße gebracht. So nenne ich Blades schärfsten Silberpflock. Nee, Blade hatten wir leider nicht bei. Was hast du, Eddie? Jetzt, wo es etwas ruhiger ist, erinnere ich mich wieder an meine Taten unter Lilles Zwang. Meine Sünden lassen mich nicht los. Ich möchte helfen, versuch abzuschalten, das ist jetzt egal. Vielleicht brauchst du bloß Ablenkung. Wie wär's mit dem Internet? Und mein Problem weiter ausweichen? Nein, Hunter. Es geht nicht anders. Ich habe bereits früher getötet. Dazu stehe ich. Doch das tat ich nur, um ein anderes Leben zu retten. Lilith hat all das zunichte gemacht. Siehst du die Gesichter deiner Opfer im Schlaf? Am schlimmsten sind die, an die ich mich nicht erinnere. Ich sehe Erinnerungsfetzen, aber die Einzelheiten sind verschwommen. Wie bei einem kaputten Video. Erzähl mir davon, vielleicht ist es besser so, vielleicht kann Magie helfen. ja, aber das ist dann, wenn man... Also es gibt eben Leute, die sich durchaus einreden, dass wenn sie sich zumindest erinnern an die Leute, dass es dann eben nicht so monströs ist. Ich habe das irgendwann mal gehört und ich habe das tatsächlich als Prämisse für ein Buch, das ich schreiben wollte, genommen. Also nicht direkt als Prämisse, aber als ein Charakterzug eines Charakters dort. Aber ja, wenn man sich nicht mal das sagen kann, weil man sich nicht mehr an die Leute erinnert, das wird schon... Woran erinnerst du dich? Es sind Bruchstücke. Ich stehe in einem Haus, das geplündert wurde. Es ist dunkel. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin oder was ich tue. In einer Ecke liegt die Leiche einer jungen Frau. Ihre Arme sind verdreht und ihr Gesicht liegt im Schatten. Im Hintergrund höre ich ein Baby schreien. Was ist dann passiert? Dann nichts. Diese Bilder verfolgten mich tagelang. Das ist ungesund. Nein, das ist nicht ungesund. Woran erinnerst du dich? Ich fühle mit dir. Konzentrier dich auf das, was du erinnerst. Dann folgt der Rest von allein. Aber selbst die klarsten Erinnerungen fühlen sich noch verschwommen an. Ich weiß nur, dass ich anderen viel Leid zugefügt habe. Naja, danke fürs Zuhören. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde hierbleiben und tun, was nötig ist. Das weiß ich. Ich mag einen Aussetzer gehabt haben, aber Lilith wird es bereuen, uns manipuliert zu haben. Versprochen. Lass die Witze, Parker. Ein Rat von einem Freundfeind. Halt dich von dem Kerl fern, der ist übel. Riecht Dracula immer noch wie eine schweißgetränkte, parfümierte Rattenleiche? So hat es Storm ihn beschrieben. Ha. Ich nehme an, in den Comics wird Storm... Und nicht den üblichen. Ich kriege den Drang, journalistisch zu arbeiten. Cool. Ich dachte ich eben, ich hätte hier unten was gesehen. Hoppala. Also auch was zum Einsammeln. Eventuell habe ich einfach den Punkt dort für Skillsense gehalten. Wo geht's raus? Da geht's raus. Ich verlaufe mich hier in der Abtei. Ich glaube nicht, dass das funktioniert hat. Hast du Draculas Gesicht gesehen, als wir eine ganze Kirche auf seine Brutstation gehauen haben? Nö, ich war damit beschäftigt, Himaliskendreck aus meinen Zähnen zu pulen. Hast du schon wieder da reingebissen? Ach, Gottchen. Ja, dieses... Ich hätte ihn fast umarmt, aber ich wollte den Symbionten nicht nerven. Ist ein bisschen so, als würde dein Ex mit einer alten Bekannten ausgehen. Okay. Hallo, Hunter. Hallo. Was wollte ich gerade sagen? Hey, Charlie. Du bist das beste Mädchen. Irgendwas. Das weißt du, ja? Oh, danke, Charlie.
Ach ja, als wir aus dem Gespräch rauskamen, hat sich ja Eddie dort mit Peter unterhalten. Aber das war von Peter war schon naja, mehrere Dialoge zurück. Ich glaube, zwischendurch hatte Storm was gesagt und vielleicht Wolverine. Und dann haben wir gesprochen und dann bezieht sich Eddie darauf. Schon seltsam. Heldenmission abgeschlossen und eine neue Gamma-Helix zum Analysieren. Wir gucken uns erstmal die Heldenmission an, da bekommen wir nämlich Neues. Taker hat während meiner Zeit hier so viel Weisheit mit mir geteilt. Okay. Ich sage das nicht leichtfertig, aber gute Arbeit, Eddie. Ich hoffe, du fühlst dich bei den Midnight Suns willkommen. Was soll das heißen, willkommen fühlen? Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? Du warst Mitglied auf Probe. Jetzt bist du Vertrauter und Verbündeter. Warum entscheidet sie sowas schon wieder? Super. Soll ich eine Rede für die Zeremonie vorbereiten? Und wann kriege ich meine Marke? Es gibt keine Zeremonie. Und wir haben keine Marken. Oh, schade. Wäre es cool, wenn ich eine Marke fürs Team entwerfe? Ich kann sicher ein paar Stifte und etwas Bastelpapier auftreiben. Ich dachte eher an Knete. Weißt du, so kann Tony eine Gussform machen. Ich hatte da ein paar Ideen. Ich stelle sie dir später vor. Ich wusste, ich würde das bereuen. Ja, sie hat versucht zu intrigieren und ihm weiszumachen, dass sie die Anführerin des Teams wäre. Und jetzt, da er die Marke designen wird, werden alle mitbekommen, dass sie schon wieder sich als Anführerin aufspielen wollte. Ja, das ist übrigens, was ich dir gerade... Sie strahlt eine beruhigende Aura aus. Ich sehe schon, warum es den Suns hier gefällt. Das ist, was ich Storm sagen wollte. Sie sollte sich nicht zu viele der Weisheiten Sarahs abgucken. Sonst verlernt sie am Ende noch, wie man anführt. Weil eigentlich kann sie das, aber wenn sie zu sehr aufs Zeug geht... Okay, wir haben das Chaos regiert und Chaos Fate. Das sind beides Dinge, die wir schon haben, aber diesmal gemoddet. Mit einmal ziehe eine Karte. Okay, und das Chaos regiert, erhalte beim Nachziehen einmal schnell. Geht besser. New York City. Der Geruchssinn von Wolfsbanes und Werwolf bei Night eignet sich perfekt, um Vampire aufzuspüren. Und Scarlet Witch kam mit dem Vernichten kaum hinterher. Das erinnert mich an meine Zeit in der Legion der Monster, sagt Russell. Und meine Zeit bei den neuen Mutanten, ergänzte Sinclair. Wir sollten das wiederholen. Okay. Ich habe hier noch nie gesehen, dass etwas kursiv ist. Zumindest wäre es mir nicht aufgefallen. Aber hier haben sie es offenbar versucht. Wahrscheinlich war das ursprünglich mal geplant und die haben es einfach nur hier vergessen rauszunehmen. Wo dann dieses Italic ist, der Italic Tag. Shield, was können die mir anbieten? Credits für Heldentats Essenz, aber Heldentats Essenz ist immer knapp. Deck bearbeiten, wir haben hier das Chaos regiert und packen das Chaos regiert Mod rein. Ich meine, selbst wenn... Ja, wir müssen das jetzt eben trotzdem... Also wir müssen ein bisschen Heldentatsessenz dafür dann ausgeben, aber... Und wir haben hier Chaosfeld. Ja, okay. Verbessert. Ah ja, und das stellt auch noch Gesundheit wieder her. Ja, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Gut, das war das. Zünden benutzen wir nicht. Das Chaos regiert... Okay, das brauchen wir hier nicht. Fluchfeld... Ja, das brauchen wir hier auch nicht, ne? Das können wir wegmachen. Das taugt nicht wirklich was. Tägliches Sparring. Steigere das Level auf 25 bei ihm an und plus 10 Macht. Magic zum Beispiel. Neuer Wert 55, neuer Prozentsatz 13,75. Sehr schön. Und sie hat die 2 Level bekommen. Fähigkeiten verbessern. Chaosfeld wird verbessert. 150 Skill Essenz. Chaos regiert, kostet 200. Ach Gott. Eine willkommene Verbesserung. Gut. Ah, wir haben sonst nicht wirklich was Wichtiges hier gerade, ne? Gut. Bis später. Bis später. Das kam gerade sehr laut durch die Kopfhörer durch.
Wir wollen nach unten. Neue Gamma-Helix. Da haben wir auch noch ein bisschen Angriffsessenz. Ich lerne viel von dir. Zum Beispiel schnellen Schwerthieben auszuweichen. Ja, ebenso. Gamma-Helix-Analyse. Hey, Hunter. Hallo. Mal sehen, was bekommen unsere Krabbler denn? Bin ich sogar von mir selbst beeindruckt. Lecker Gehirn. Mit Mod. Ich glaube, wir haben das tatsächlich sogar drin. Hierauf mit Mod stellt bei Nachziehen 60 Gesundheit wieder her. Mir gefällt es mit Blutung besser. Symbiontenbindung, also bei Nachziehen blocken. Heiliger Strahl Mod. 50% Chance einmal Blutung anzuwenden. Das ist ziemlich cool. Und wo ist Heiliger Strahl? Ja, Heiliger Strahl. Okay, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und das hier tauschen wir mal aus und gucken. Fesseln des Feuers. Das ist auch wieder eine Heldentat. Das will ich nicht unbedingt. Okay, wir nehmen das hier mit, einfach nur um es kaputt machen zu können dann, ne? Und den Heiligen Strahl nehmen wir so mit. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Langer Weg nach oben wieder. Fähigkeiten verbessern. Und hier haben wir den Heiligen Strahl. Aber ich will den Heiligen Strahl im Mod verbessern. Ah, Moment, da war er ja. Neu und noch besser. Gut, und jetzt kontrollieren wir, ob das auch tatsächlich hier mit drin ist. Nein, müssen wir noch bearbeiten. Heiliger Strahl kommt raus. Wird verwertet. Und Heiliger Strahl Mod kommt rein. Können wir... Nee. Ich dachte, wir können eventuell direkt nach Dunkel sortieren. Also Dunkel und Hell. Dann hätte ich nämlich einfach mal alles, was dunkel ist, direkt weggemacht. Morgenstern zum Beispiel nicht. Schwöre Charlie auch nicht. Ich finde es so doof, dass wir nur eine legendäre Karte drin haben können. Haben wir nochmal den Heiligen Strahl. Den brauchen wir aber nur einmal. So. Geduld kann weg. Geistbrecher kann weg. Heiliger Strahl kann weg. Geistbrecher kann tatsächlich weg. Nicht nur die Mod. So. Okay. Hier haben wir einmal Heilen plus mit Mod. Warum habe ich das nicht drin? So. So viel Geduld haben wir hier. Wunderbar. Und können wir noch was wegmachen? Großangriff können wir wegmachen. Noch ein Geistesbrecher. In dem späteren Run werde ich wahrscheinlich die ganzen dunklen Fähigkeiten mal benutzen. Generell einen gemeineren Charakter spielen, aber noch nicht. Wir haben zweimal Wut Plus, einmal reicht uns. Hier haben wir das Heilen Plus, ohne Mod. Gut, ich denke, das war's dann. Dann haben wir hier ein bisschen Ordnung gemacht. Schön. Und irgendwas anderes wollte ich da gerade auch noch machen, ne? Achso ja, ich wollte hier nachgucken. Gut, wir haben Symbiontenbindung. Ohne Plus, aber mit Mod. Wände binden, Anhalte bei Nachziehen blocken. Wir lassen es mal in der Hinterhand. Stachelstrahl können wir wegmachen. Unstillbares Verlangen, Mod. Da packen wir das rein. Halte bei Nachziehen blocken, ja. Und ja, mit Plus ist es kostenlos. Oh Moment, da bringt diese Mod sehr wenig. Okay, wisst ihr was? Dann nehmen wir doch tatsächlich lieber das hier rein. Ja, ich denke, es ist besser, die kostenlos ausspielen zu können. Gut, das war das.
Dann, neue Fähigkeit zu verbessern ist in Ordnung. Wollen wir gerade nicht. Madripoor in Bädern. Wollten Sie schon immer mal das kristallklare Wasser der Buccaneer Bay sehen oder das Ambiente der weltberühmten Princess Bar erleben, dann ist dieses Buch Ihr perfekter Begleiter für die Insel, die als das Juwel Südostasiens bekannt ist. Okay. Ich weiß nicht, für wen das passend wäre. Wollte Sarah nicht mit uns reden? Wenn du mich störst, jetzt nicht wirklich, wenn sie weg ist, aber... Ah, da ist er. Du siehst verloren aus. Kann ich dir helfen? Nein. Ich mache nur eine Atempause zwischen zwei Krisen. Ich befürchte, wir beide haben immer nur Krisen gekannt. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben wäre, müsste ich nicht all diese Bürden tragen. Was meinst du damit? Wo wäre ich zum Beispiel? Was würde ich tun? Wo würde ich meinen Ruhestand verbringen? Ruhestand? Ja, Hunter. Selbst ich träume von einem Leben jenseits der Abtei. Du nicht? Mehr will ich nicht. Ich würde gerne in der Wildnis leben. Du hast die Ruhe verdient. Ja, sagen wir ihr mal, dass sie gefälligst in Rente gehen soll. Ich denke nicht an mich. Aber ich weiß, du verdienst die Rast. Du machst das hier schon länger als wir alle. So fühlt es sich nicht an. Wobei ich auch vermeide, auf Kalender zu sehen. Tja, ich könnte den ganzen Tag darüber sinnieren. Nur würde da nichts erledigt. Du klingst, als wärst du versucht. Oh, Hunter, du hast keine Ahnung. Komm schon, ich bin sicher, es gibt etwas, was wir erledigen können. Ja, wir. Okay. Neue Fähigkeit zum Verbessern, aber wir wollen gerade keine Fähigkeit verbessern. Wir wollen auf eine leichte Mission gehen. Wir hätten hier Gerät zerstören, normal. Wir hätten hier... Das ist eine schwere... Ja, einfach mit einer legendären Gamma-Helix. Sehr schön. Und wir nehmen natürlich Wanda mit. Und los geht's. Tipps zum Gameplay. Steigere jederzeit den Schwierigkeitsgrad. Aber dann wirken meine Leute weniger episch. Ich meine, es wäre eventuell interessanter, ja. Aber ich habe eben die Befürchtung, dass es dann ist wie in Avengers eben, dass die Helden sich nicht mehr wie Helden anfühlen. Und ich will, dass sich die Helden wie Helden anfühlen. Ich weiß nicht, vielleicht ist das kontrovers und so, aber... Hatte mir vorher gar nicht angeguckt, was das ist. Also was das für eine Mission ist. Oh, da stehen drei schön nah beieinander. Nestmütter sind ziemlich einfach. An jemand anderem sind sie nicht in. Zeig ihr keine Gnade. Okay. Schneller Wurf ist schon mal gut. Chaosfeld. Einmal eine gibt Resistenzen, das ist ganz gut. Draufhauen. Das wird dir nicht gefallen. Und tschüss. Sie können deiner Stärke unmöglich das Wasser reichen. Okay. Was hätten wir sonst noch? Tja. Hier können wir... Wir können klein ein bisschen Schaden hier machen. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich so will. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, wir können das hier mal nachziehen. Gibt uns ein bisschen Heldenmut. Hexenblitz. Ziele auf einen Gegner. Oh, okay. Das ist nicht schlecht.
Sehr schön. Sie hat ihren Schutz verloren. Dann machen wir hier ein bisschen Schaden. Ich weiß, dass er uns verfluchen kann und so. Woran ich nicht gedacht habe, ist, dass ich jetzt hier neben dem Dings da stehe. Neben dem explodierenden Kerlchen. Okay, wir gehen mit Hunter offenbar nicht hier hin. Warum nicht? Geht doch. So, das ist schon mal nicht schlecht. Also gut, der hier kann nichts machen. Der hier explodiert in dem Zug und kann nichts machen. Wir nehmen hier mal Hunter ein bisschen was ab. Und machen eben mal ein bisschen Schaden an der Brutmutter. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das Provozieren hier? Ich nehme an, nur der hier wird provoziert sein, ne? Ja, der hier greift... Oh, der greift die Scarlet Witch an, das gefällt mir nicht. So, sehr schön. Noch ein Hündchen weg und noch ein bisschen extra Schaden hier hinten. Ob ich den hier noch hier reinwerfen könnte? Vielleicht. Aber wir haben nur das eine Dings da, nur das eine Ablegen. Deswegen will ich das jetzt mal nicht benutzen. Was wir aber... Ah, verdammt, nee, wir können den hier nicht erwischen. Können wir den hier direkt ausschalten? Nein. Was wir aber machen können, ist den hier ein bisschen noch schwächen, damit er danach stirbt. Ich denke, das sollte hinhauen. Oder? Moment. 299 hat er noch, wenn wir jetzt 155... Wisst ihr was, es wird schon hinhauen. Ne, hat nicht hingehauen. Also hat zumindest hier nicht ausgereicht. Aber... Wisst ihr was, wir benutzen doch das Ablegen. Und werfen den gegen die Brutmutter. Wunderbar. Jetzt ist er erledigt. Sehr schön. Oh, ja, jetzt haben wir den hier doch wieder auf uns gezogen. Okay. Aber die zwei Hunde sind erledigt. Der macht generell nichts. Die Brutmutter greift an, wen sie will. Und wir haben nur noch die beiden hier... Entschuldigung, die drei hier übrig. Ich denke, das ist in Ordnung. Und... Ich denke nicht, dass Chaosfeld gerade das Beste ist. Wir schauen mal, was war sonst. Oh, eine Heldenkombo. Nicht schlecht. Sehr schön. Oh, verdammt, die können sich heilen. Ah, das hatte ich vollkommen vergessen. Jetzt sind wir verdorben, das ist auch nicht schön. Okay, könntest du noch ein paar neue Altäre bauen? Entschuldigung, Monumente. Au. Lilith würde sich für deine Schwäche zählen. Haut das hin. Ich dachte, die Brutmütter werden direkt von Lilith ferngesteuert. Okay. Dadurch, dass wir schnell sind... Ne, Moment mal.
voll geladen. Warum kostet der Schnitt keinen Heldmut? Okay, ich weiß nicht, warum Schnitt gerade... Ah! Ja, klar. Weil Schnitt keine Heldentatskarte ist und das nur falsch angezeigt wurde. Okay, das erklärt's. Das tötet den leider noch nicht, aber... Es gab eine Zeit, in der Lilith höchste Ansprüche an ihre Chefin stellte. Diese Zeit ist eindeutig vorbei. Gut, Schildrundreise kann die beiden hier zumindest erledigen. Ah, Hunter kann die auch zusammen erledigen. Aber ich muss darauf achten, dass ich Hunter nicht zu nah an... Ich vergesse dauernd, dass der sich teilt. Okay, Hunter, heil dich bitte selbst. Ein paar schnelle Karten wären jetzt nicht schlecht. Okay, entfesselt bringt uns gerade nicht wirklich was. Okay, schneller Wurf. Das ist nicht schlecht. Handeln hat Konsequenzen. Und tschüss. Level auf, auch sehr schön. Habe ich mich nicht mehr gefühlt seit... Egal. Okay. So können wir... Ja, das ist nicht schlecht. Sollten wir vorher noch gucken, was wir sonst so machen könnten. Die beste Abwehr zum Beispiel brauchen wir jetzt nicht. Schützender Angriff auf der Hand zu haben, ist ganz gut. Bin dabei. Was ist da eben noch passiert? Warum kam da so eine Explosion? Und warum lebt er noch? Ich dachte, ich hätte den erledigt. Okay. Wir haben noch unser Manöver. Okay, ich muss mir mal genauer angucken, was die da eigentlich so treiben. Hier können wir einiges an Schaden schon mal machen. Für demnächst. Immerhin, ich hätte das auch jederzeit später machen können, also... Au. Hunter bekommt heute eine Menge ab. Okay, kannst du jetzt bitte noch ein paar Altäre bauen? Oder Monumente? Ich glaube, die heißt Monumente. Ich habe schon Schlimmeres überlebt. Und Cap steht direkt daneben und hebt den Schild nicht ein Stück. Die läuft einmal hier im Kreis rum, um wieder hier dann zu enden. Hm. Okay, das Monument hat ein bisschen Blocken gegeben. Sind sie wenigstens stärker, als sie aussehen? Okay, wir benutzen Taktiker. Blocken für alle. Kugelblitz. Was hat's denn da kaputt gemacht? Du hattest deine Chance. 114 Schaden. Klingensturm wollen wir jetzt gerade nicht benutzen. Wir haben nur noch die eine Aktion. Dann benutzen wir den schützenden Angriff. Ich will nämlich garantieren, dass sie Altäre bastet. Ich verwechsel immer wieder, was Altäre und was Monumente sind. Und da haben wir den Kugelblitz wieder. Bloß jetzt ist er stärker. Und verwundet wurde sie.
Ich denke, die Scarlet Witch könnte für Brutmütter ziemlich gut sein. Wir haben zum einen die Fähigkeit, eben um den Beschützer auszuschalten. Und nicht nur auszuschalten, sondern er wird dann auch noch zu einer Waffe gegen die Brutmutter, weil er ja explodiert. Und wir haben den Kugelblitz, der immer höhere Verkettung bekommt. Weswegen man das machen kann. An deiner Stelle würde ich einen anderen Beruf in Betracht ziehen. Du hast es geschafft. Hervorragende Arbeit. Ja, ging. Ja, wenn man den aufgewertet hat, den Kugelblitz, dann startet er ja direkt mit 2. Das heißt, wenn man ihn zweimal benutzt hat, dann kann er 4 Monumente gleichzeitig erledigen. Was schon ziemlich cool ist. Dürfte eine Menge Schaden dann an so einer Brutmutter machen. Nestmutter, Entschuldigung. So, das haben wir. Sehr schön. Forschungsfortschritt. Sehr schön. Das können wir uns dann auch in der nächsten Folge angucken. Dieser Folge legen wir uns erst einmal hin. Und in der nächsten Folge muss ich auch mal den Superlink durchgucken. Ich habe das nämlich vorhin vergessen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wieder was bekommen haben, als wir die Helix geöffnet haben. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Wir haben auch keine Superlink-Nachrichten jetzt gerade einfach so. Ich lasse mir wahrscheinlich zu viel Zeit. Okay, also ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.